Moin Sportsfreunde, gerade eben heute am Mittwoch ist die neue LFL-Instanz erschienen, die vergessenen Tiefen. Und ich scheue natürlich keine Vibes und keine Rap-Kosten, um sie mir anzuschauen. Da sind wir dann auch mal direkt. Also ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich bin hier zum allerersten Mal. Die Instanz ist heute erschienen. Ja. Ah, das sieht... Ah, Megara, ein Blutritt, sicher... Ah, ein Mogu, aha, aha. Naja, das wird schon irgendwie schief gehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich glaube, habe ich noch einen Tisch? Na scheiße, ich habe keinen mehr. Schade, dann nehme ich mal so ein Buff-Food. Oh, da steht auch ein Pandan fest mal. Okay, aber... Ach, scheiße, ich habe doch noch 46 Minuten. Ah, 60. Na, Meisterschaft 200, ne, das ist scheiße. Können wir einen Tisch und einen Gesundheitsbrunnen haben? Ja, klar, heich. Gleich lass mich erst schlucken. So. Oh, kein Hexagar, kein Gesundheitsstein. Super. Super. Also schon mal ein großer Nachteil. Kein Gesundheitsstein, weil kein Hexer. Super. Toll, jetzt spielen wir noch unter erschwerten Bedingungen. Ja. Okay, First Mage Power ist an. Ah ja, Moment, ich kann ja noch ein Fläschchen nehmen. Noch ein Fläschchen in allen Ehren, kann niemand verwehren. So, das mache ich aus. Damit keiner sieht, dass ich keinen Damage mache. Dots, dots, we need more arcane dots. Because it's fun, it's cool, because it's cool. Und Leute, bitte slow die scheiß Schildkröten. Aber es sind noch liebe Schildkröten. Was ist denn das? Panzer treten, tritt ein besiegte Wirbelschildkröte durch den Raum. Stellt euch neben dem Panzer und zielt, indem ihr sie zwischen euch und dem Ziel positioniert. Von den Panzer getroffene Gegner werden unterbrochen und erleiden 25% erhöhten Schaden. Aha. Okay, das ist also die Kickfähigkeit. Da muss man irgendwelche Schildkröten kicken. Oh, ich bin gefeiert, gesilenced. Na, ich verteile erstmal Dots, keine Dots. Ja, darf ich jetzt auch mal wieder was machen? Danke. Dankeschön. Haha, unterbrochen. Unterbrochen. Ach ne, doch nicht. Scheiße.
Käse. Ah, da schaut der erste Boss eine Schildkröte. Oh, das ist eine Eule, das ist eine Eule. Ja, jetzt haben wir auch eine Eule. Also Schildkröten slowen. Okay, das sehen wir ja dann mal. Ah ja, da kommen wahrscheinlich Ätze und die müssen wir slowen. Okay. Ach, ich mache mich noch grau. Jetzt bin ich eine graue Eule. Droiden mit den Ursachswirbels, Frostmages etc. Droiden mit den Ursachswirbels, Frostmages etc. Also ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe es nicht. Droiden mit den Ursachswirbels, Frostmages. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was das heißen soll. Droiden mit den Ursachs. Wirbel Frostmages. Hä? Also ich verstehe das nicht, ich spreche nur Deutsch. Naja. Naja, keine Ahnung. Aber es ist echt so ein genialer Satz. Droiden mit den Ursachs, was sind erstmal Ursachs? Wirbel Frostmages, was für ein Wirbel? Frostmage, das verstehe ich noch, aber wer Ursachswirbel Frostmages? Hä? Also wenn mir jemand den Satz erklären kann, was das heißt. Droiden mit den Ursachswirbel Frostmages, was das heißt soll. Also ich verstehe es halt nicht. Vielleicht muss man dazu studiert haben, um es zu verstehen. Ich habe nicht studiert. Fremdsprachen oder so, vielleicht ist es ja ägyptisch. Naja, keine Ahnung. Okay, da haben wir einen gekickt, weil der noch nicht mal im Wait ist. Okay, ja genau, wir haben schon den Trash Mobs gemacht und der ist immer noch unterwegs. Toll, jetzt habe ich meine Eulenpower verloren, super. Dann mache ich halt mal Gnoma Cola Power. So, kann ich noch irgendwas Wichtiges machen? Ja. Jetzt müssen wir erst. Oh, hoch. Ich weiß nicht. Oh ja, das könnte ich machen. Ich tank Bios, Schramps nimmt die Fledermäuse. Schaut euch mal den Satz an. Den verstehe ich zwar, aber der ist so grammatikalisch sowas von schlecht. Ich bin ja jetzt ja auch kein Deutschexperte, aber wenn ich da solche Sätze lese, oh Gott. Nicht kuscheln und Schildkröten haben random Akku, einfach wegnuken. Ja, das ist nur verständlich, okay. Okay, auf die Ads. Okay, auf die Ads gehen, nicht kuscheln. Okay. Dann werde ich mich mal hauptsächlich auf die Ads konzentrieren, weil das macht ja sonst wahrscheinlich eh wieder keiner. Kennt das jemand mit den Schildkröten auf dem Boss treten? Ah, du musst wohl eine Schildkröten auf dem Boss treten. Tritt einen besiegten Wirbelschildkröte durch den Raum. Ah, die besiegten Schildkröten, wenn die tot sind, muss man dann auf den Boss ziehen und die auf den drauf treten. Ah. Und wenn sie noch leben, dann werden sie nur verlangsamt. Also so stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Also damit kann man die Schildkröten slowen. Ne, Quatsch. Das ist nur fürs Treten, oder? Von dem Panzer getroffene Gegner werden unterbrochen und erleiden. Ne, dann bekommt die. Ne, man muss die toten Schildkröten auf den Boss drehen, dann bekommt der mehr Schaden. Und so irgendwie, ja, denke ich einfach mal, die Todschickerin auf den Boss dahin, dann bekommt er 25% mehr Schaden. Ja, das wird wohl so sein. Okay. So, dann.
Halte ich mal die Augen offen nach den Ads. Oh, da kommen jetzt, glaube ich, was. Oh, da kommen sie. Ah, und die haben random Akku, hat einer gesagt. Also von daher wird man die... Also nicht tanken können. Ah, jetzt weiß ich auch, warum die Wirbelschildkröten heißen, die wirbeln. Ah ja, und die toten Schildkröten kann man jetzt wahrscheinlich auf den Boss kicken, dann bekommt der mehr Schaden. Ah ja, das hat jetzt einer gemacht, okay. Also, wenn die Schildkröten tot sind, dann muss man die auf den Boss kicken, dann bekommt er mehr Schaden. Okay. Ja, tot. Da war ich wohl zu langsam beim Aus... Ah ja, genau, ich Idiot. Ich bin in so einem Ding reingeblinkt. In so einen, ja, ihr wisst schon. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind tot. Ah, das ist schon ein wenig schwierig als die erste LFR-Instanz. Ausweichen und Ads töten. Uiuiui. Also, ja, also hier wird es wieder viele Vibes geben. Okay, das war der erste Vibe. So, ich mache dann immer Aufnahmepausen, bis wir wieder ready vom Boss stehen, weil sonst zieht sich zu lang. Dann bis gleich. Okay, jetzt stehen wir wieder da. Ja, der Boss hat eine Wutanzeige. Wenn die kurz bevor es voll wird, muss man die Schildkröte auf den kicken, dass er unterbrochen wird. Okay, mit den Schildkröten muss man den Boss unterbrechen. Also Schildkröten auf den Boss kicken. Und ja, Damage-Ads machen, sterben und so weiter und so fort. Können wir ja irgendwie alles. Ah ja, meine SimCity-Stadt wurde übrigens gestern von Godzilla angegriffen. Uiuiui, 68 Gebäude hat er zerschrottet. 68. Aber wie gesagt, hat er mein Casino heil gelassen. Da habe ich nochmal fett Glück gehabt. Das waren nämlich alles nur Zivilistenhäuser, wo er kaputt gemacht hat. Aber mein Casino, das steht noch wie eine 1. Wollt ihr den Tod labern? Yay. Natürlich wollen wir den Tod labern. Also wie gesagt, mein Casino steht noch, von daher keine Sorge, Leute. Weil ich habe jetzt eine zweite SimCity-Stadt gegründet, aus der mache ich so eine Glücksspiel-Touristen-Stadt. Ja. Und da habe ich noch eine normale Stadt, die aber alles abdeckt und dann gucke ich halt mal. Vielleicht mache ich ja noch eine dritte Stadt, keine Ahnung. Oh, es geht los, es geht los. Auf die Ads, auf die Ads, auf die Ads.
Jetzt bin ich wieder da reingeblinkt. Ja. Das sind halt so Blinkreflexe irgendwie. Geh weg, geh weg, geh weg, Schildkröte, geh weg. Dots, Dots, auch keine Dots. Ah, jetzt werden die Fledermäuse getankt, dann nuke man sie weg und dann jetzt vielleicht was? Oh, jetzt kommen da die Schildkröten. Oh no, ich habe hohe Bedrohung. Puh, leck mich fett. Leck mich fett, war das knapp. So, Dots, Dots, Arcane Dots auf die Flattermäuse. Oh, ich kann wieder mal eine gefrorene Kugel rauslassen. Oh, da sind auch wieder die Schildkröten. Dann nehme ich gleich mal einen ins Target. So, Arcane Dots auf die Fledermäuse. Und dann hoffe ich, klappt es auch, dass noch eine Schildkröte. Ich heile mich mal kurz selber hoch. Fledermäuse. Also ich konzentriere mich jetzt immer hauptsächlich auf die Ads, dass die mit wegkommen. Oh, da kommen wieder die Schildkröten. Und da kommt gleich wieder die nächsten Flattermäuse. Und da kommen die nächsten Schildkröten. Also für die Random Flames im Chat habe ich jetzt irgendwie gerade keine Zeit. Auch wenn ich gerade sehe, naja, ist ja jetzt auch wurscht. Ihr habt ja Zeit zum Mitlesen, von daher ist es ja auch nett. So. Fledermäuse, Dots, Dots, Arcane Dots. Der immer mit seinem dämlichen Erdbeben.
So, wieder auf die Fledermäuse konzentrieren, konzentrieren. Schildkröten. Schildkröten. Boah, da hab ich so eine scheiß Schildkröte am Arsch. Eine Fledermaus. Das ist auch eine Schildkröte. Go, go, Power Rangers, das schafft ihr natürlich. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Oder so, oder wie, oder was. Oder, ach, ist das auch egal. Hey, wo bleibt der Damage auf die Ads? Hallo? Also bei den Ads passiert jetzt irgendwie überhaupt nichts mehr. Hallo? Wieso geht keiner mehr auf die Ads? Leck mich fett, leck mich fett. Jawohl, zweimal Gold. La la la. Das wurde aber auch mal Zeit. So. Ah ja, genau, ich muss noch was Habba Habba machen. So, erster Boss ist weg. Der ist einfach wortlos zu Boden gegangen. Der Lümmel. Was für ein Lümmel, echt? Alles wohl wieder Trash-Mob-Time. Pilzbewusst. Da mache ich gerade einen großen Bogen rum, Pilzbewuchs. Ah ja, die Mopse kennen wir doch alle. Aus den täglichen Questgebieten. Dots, Dots, Arcane, Dots.
Ewiger Wächter. Aha, aha. Und ich habe schon gedacht, hier oben ist nur Grünzeug, aber anscheinend sind hier auch Geister. Rufen wir halt die Geisterjäger. Oh, hier drin, ich sehe gerade. Von den Trash-Mobsen hier bekomme ich keinen Ruf für den Schalupan-Vorstoß. Kein Ruf, das ist ja ein Scheiß. In der ersten LFR-Instanz, in der ersten 9 bei 5.2, da bekommt man Ruf für den Schalupan-Vorstoß von den Trash-Mobsen. Und hier bekommt man keinen Ruf. Das ist ja ein Scheiß. Das ist ja scheiße. Echte Scheiße. Also das finde ich jetzt echt scheiße, dass man jetzt im zweiten Teil keinen Ruf mehr bekommt. Aber im ersten Teil bekommt man Ruf. So, super. Also das ist nicht schön. Wer weiß, was passiert, wenn man die Glocke da hinten anklickt? Keine Ahnung. Ich sehe nicht mal eine Glocke. Muss halt eine Glocke sein? Keine Ahnung. Oh, da haben wir ein Ad von rechts. Juhuhu.